Servus, liebe Freunde der Sonne, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht um Mittelerde 2. Das letzte Mal ist ja das Spiel abgeschmiert. Da habe ich einfach so die Meilensteine nochmal nachgeholt. Wir hätten es ja geschafft, die zwei Meilensteine. Und ich habe bei der Gelegenheit auch gleich diesen ersten Martin gleich mal verkauft. Erstmal eine Verfolgung starten, dass der Wagen gesucht wird und dann verkaufen. Sehr gut. So, jetzt geht's gegen den Blacklist Nummer 2. Es ging ja doch relativ schnell. Der fährt so einen komischen Scheiß-McLaren SL500, glaube ich. Das würde ihm aber auch nichts helfen gegen meinen Wagen. Also erstmal ein Rundkurs mit 3 Runden. Auch wieder mit einem speziellen Start. Das finde ich immer ganz nett, eigentlich, so einen speziellen Start. Ha, ich muss Nitro zünden und verliert gegen mich ein Beschleunigungsduell. Was sind das für ein Lappen? Wir können schon mal Wetten abschließen. Ich sage, ich bekomme ganz zufälligerweise wieder einen Gegnerfahrzeugschein, wenn ich ihn besiegt habe. Aber ich will seinen Scheißwagen nicht. Ich will lieber was anderes. So ein Geldboni oder irgendwas Besonderes. Gibt's ja. Hui, war knapp hoch. Ach, der fährt ja auch irgendwie komische Sachen zusammen, finde ich. Aber gut, lassen wir ihn mal. Liegt vielleicht daran, weil er dank dem Gummiband-Effekt sehr schnell fahren darf, weil ich ihn so abhänge und dann macht er noch mehr Scheiße, weil man es nicht mehr gescheit lenken kann. Hihi. Aber das könnte eine längere Runde werden. Immerhin fahren wir wieder in Rockport und so, also nicht mehr in Rockport so. Rockport finde ich jetzt nicht so toll. Vor allem nicht Verfolgungen, weil da sind die Verfolgungsstopper recht selten. Ja, runterschalten wäre vielleicht auch mal nicht keine schlechte Idee gewesen bei mir. Vollgas, geil. Das hätte ich mir denken können, dass das drum geht. Ach, 1,40, ja okay, das geht ja eigentlich von der Zeit her. Ich Depp, warum muss ich denn diesen Weg nehmen? Na gut. Sehr voll ist hier von Verkehr her. Ist nicht so praktisch. Kein Verkehr wäre mal cool. Weil man selber macht mehr Fehler als die KI, was den Verkehr angeht. Der Wagen ist halt super, der Porsche Carrera GT. Ah, fast Vollgas. Uiuiuiui. Ja, das darf nicht passieren, das ist nämlich scheiße. Jetzt kommt er angerauscht. Weil man einmal einen großen Fehler macht. Vor allem, was ich gerade gesehen habe, diese Zwischenzeiten und wie viel man den abgehängt hat, ist absolut unnötig mit dem Gummibandeffekt. Man weiß einfach, es bringt gar nichts. Ich habe jetzt, wenn man jetzt sagt, gut, ich habe den jetzt in diesem Abschnitt um 0,5 Sekunden abgehängt. Das bringt gar nichts. Du weißt dann nur, ich habe ein bisschen abgehängt, okay, jetzt wird er umso schneller dann wieder ranziehen an mich. So, jetzt aber dran denken, da kommt dann die große Kurve. Ach, er rauscht auch immer dagegen, gegen die Wandscheune an. Drum hat er mich vorher nicht eingeholt, als ich da Scheiße gebaut habe. Aber es gefällt mir, so Blacklist-Rennen, wo man durch und durch immer Erster ist. Ich hätte den gern von Anfang an, den Wagen. Das finde ich dann eigentlich ganz easy wie alles. Scheiße wird dann eigentlich am Ende noch die Verfolgung. Erfahrung Stufe 6 mit dem BMW. Weil der BMW einfach irgendwie. Ich finde ihn scheiße. Auch von so von der Beschleunigung her da. Und gerade deshalb ist es dann blöd gegen die ganzen Corvettes auf Erfahrung Stufe 6. Und der kommt einfach nicht hinterher, der Wagen vom Gegner.
Wäre mal interessant zu wissen, ob die Rundenzeiten auch mit dem Porsche Carrera GT auch so, so viel besser wären als mit anderen Wegen. Aber der kommt ja nicht hinterher. Und mit anderen Wegen hätte ich wieder ziemliche Probleme, weil der dann wieder hinten rankommen würde. Ach, nice, gekriegt die Kurve. Das haben wir in der Tasche, weil der kommt nämlich um die Kurve nicht gescheit rum. Ja, jetzt hat er es, glaube ich, diesmal ein bisschen besser gekriegt, aber keine Chance. Boom. Und jetzt noch zweimal Sprint und dann haben wir ihn. Scheiße finde ich bloß gegen Razer am Ende, weil da werden wir gegen... wenn wir 5 Rennen machen müssen. Das ist natürlich blöd. Das Lied, naja gut, man muss sagen, man ist durchgehend vorne mit dem Porsche Carrera GT, da passt eigentlich die Verfolgungsmusik relativ gut. Und da muss man aufpassen. Da kürze ich mal ab. Und da auch. Weil die lohnen sich, meine ich schon. Die auch noch. Ja, kürze ich mal komplett ab, oder? Ja, da geht's nicht. Da geht's. Wie ist denn der so schnell gewesen? Ist ja eine Frechheit. Weil der ist ja sauber gesprungen. Zwar 33% schon, schau einer an. Der ist ja voll durch das Ding durchgeflogen, durch die, diese, wie heißen die denn? Ja, so Verbindungswege. Ja. Ich mag solche Strecken nicht, wo es immer zickzack geht die ganze Zeit. Ach, der ist wohl ein Freund, weil der die Strecken vorschlägt, ein Freund dieser Abkürzung. Aber er nimmt sie nicht. Jupp, der zieht deutlich besser als die anderen Wägen. Wir haben gerade gesehen, wie er da rangekommen ist und ich bin davongezogen. Vor allem mit Nitro. Leider gibt es aber als spezielles Leistungstuning-Teil kein Nitro. Zumindest habe ich das nicht gesehen. Das wäre echt ziemlich geil. Weil damit könnte man richtig abgehen mit dem Nitro. Wobei, ich habe mal gehört, dass man da einen Cheat eingeben kann, dass man die auch im Quick Race Modus, die ganzen Junkman Teile, also die speziellen Teile, einbauen kann. Nitro ist auch dabei und das Nitro ist eigentlich von der Leistung her ist in Ordnung, aber es hält nicht so lange. Also es ist sehr schnell weg. Bisschen so wie beim BMW. Könnte man fast meinen, dass der BMW das Junkman Teil drin hat. Und wenn man sich das Junkman Teil anschaut, vom Nitro ist das eigentlich ziemlich scheiße. Von der Beschleunigung dann her. Und das letzte. Ja, wieder kein perfekter Start, sehr blöd. Ja, schade, weil man kann nämlich im Menü, habe ich mal festgestellt, kann man bei der Musik sagen, nächstes Lied. Geht aber leider im Rennen nicht mit der Taste. Wäre ich ganz lustig, wenn es gehen würde. Okay. 20% haben wir jetzt, sehr schön. Kann es denn, dass gerade die Musik einen Hänger hat, weil es... Es wurde nämlich vorher ein anderes Lied angezeigt als das jetzt. Aber es kommt wieder diese Verfolgungsmusik. Das ist ja komisch. Oder täusche ich mich da?
Oh, da kommt eine böse Kurve, die sehe ich jetzt schon. Wahnsinn! Und dann hängt man da drin, genau. Das ist eine Frechheit. Wird doch nie wieder so sein, dass wieder die letzte Strecke mir ein paar Probleme bereiten wird. Weißt, dann so eine Frechheit, weißt, einen Unfall bauen und das auch noch so deigeselnd den Unfall, dass ich dann drin hängen bleib. Eine Frechheit. Ja, zum Glück sind es jetzt 43%. Da kann man noch aufholen. So, gleich mal das Ding niederreißen, wie immer. Also du fährst echt manchmal wie ein Mongo. Und mir dann so. Das ist eine Frechheit. Also was der treibt, ist schon eine Frechheit. So. Jetzt aber. Es kommt vielleicht sogar der Termin, wo man ausfahren kann. Jeden Wagen. Aber das finde ich auch wieder interessant. So schnell würde er wahrscheinlich mit dem anderen Wagen nie gehen, weil der Porsche ist einfach super von der Beschleunigung her. Und trotzdem holt er auf. Das ist krass. Ha, da hat er wohl Scheiße gebaut. Ich will den siebten Gang haben. Warum nicht? Das wäre richtig geil. Ja, natürlich, den baut man jetzt natürlich wieder in einen Lastwagen, dass er wieder rankommt. Das ist klar. Ah, der baut selber auch einen Fehler. Sehr schön. Ah, 89%. Da muss man aufpassen mit den Abkürzungen. Nicht, dass man da mal rechts reinfährt, dann ist es nämlich genau die, wo man nur von der einen Seite abkürzen kann. Ins Ziel springen, oder wie? Hui. Ah, nicht geschafft. Schade. Zack. So, wie gesagt, die Wette gilt noch. Ich kriege einen Gegnerfahrzeugschein, obwohl ich ihn nicht will. Also, wir haben letztes... Oder, ich möchte ihn eigentlich nicht. Also, wir haben letztes Mal dieses Symbol genommen. Jetzt dürfte eigentlich keiner drin sein. Oh! So unnötig. Ich will seinen Scheißwagen nicht. Kann man da nicht irgendwie sagen, man mag ihn nicht. So. Der letzte. Sehr gut. Bam. Und wie fühlt sich das an? Der Rock ist in Ordnung, er ist ein guter Kerl. Ich hab dir alles gesagt, was zu sagen war. Du weißt, was zu tun ist. Du bist zu weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Jo. Tuning gibt's eigentlich gar nichts. Jupp, dann werden wir mal. Unterschlupf gehen in Speichern. Ich glaube sogar, das war schon mit der Folge. Schauen wir uns mal schnell an, was wir alles machen müssen. 9 Rennsiege, 5 Meilensteine, gutes Kopfgeld haben wir jetzt schon. Durch die letzte Verfolgung, die ich gemacht habe dann. Es gibt 11 Rennen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.